Hallo bei Canons Beste. Mein Name ist Christopher Maurice, ich bin Fotograf und heute haben wir einen Auftrag bekommen von Pflanzenkunde und dazu brauchen wir natürlich ein gewisses Equipment. Das habe ich jetzt hier mal vorbereitet für euch und dann werde ich euch mal im Einzelnen alles vorstellen, was wir dafür brauchen. Ja, dazu benutzen wir dann ein Papier, das wir zusammengeklebt haben. Dann haben wir hier einen sogenannten Funkauslöser, den wir dafür brauchen. Wir haben für die Funkauslöser haben wir hier ein Steckteil, was wir dann auch später verwenden werden. Dann haben wir zwei Funkauslöser von Calumet, die ganz gut sind. Also ich bin sehr begeistert davon. Dann haben wir hier später für den Blitz haben wir hier nochmal so eine kleine Softbox. Dann haben wir hier selber den Canon Blitz, den wir dann dafür benutzen. Klebeband, was wir später auch brauchen, um bestimmte Teile zu fixieren. Und natürlich das Beste zum Schluss, das gute Stück, das ist die Canon 60D. Damit machen wir dann die Aufnahmen. Ja, dann haben wir hier ein Stativ, da werden wir die Kamera dran befestigen. Wir haben ein weiteres Stativ und da kommt dann später der Blitz drauf. Ja, und als Leuchttisch oder Leuchtfenster benutzen wir das Fenster, ganz klar. Da werden wir jetzt das weiße Papier hinhängen und dann haben wir schon mal die ersten Vorbereitungen getroffen. Wie ihr sehen könnt, haben wir das Papier gespannt und jetzt brauchen wir nur noch die Pflanzen davor zu stellen. Natürlich darauf hoffen, dass ein bisschen Sonnenschein noch reinkommt, damit wir natürlich ein schönes Lichtergebnis von hinten haben, also vom Hintergrund. Und wir werden trotz all dem von vorne auch nochmal ein Licht setzen, damit das Ganze auch eine Wirkung hat. Die Kamera ist soweit aufgebaut. Jetzt müssen wir die Kamera einstellen. Wir wählen den AV-Modus. Und das Schöne am AV-Modus ist, dass die Verschlusszeit dann automatisch eingestellt wird. So, jetzt kommen wir zur nächsten Einstellung. Jetzt kommen wir zur nächsten Einstellung. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die ISO auf jeden Fall einstellen. Die machen wir hier auf 100. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir die Blende auf 8 stellen. Damit fangen wir jetzt erstmal an und dann können wir je nachdem die Blende oder zumindest die Verschlusszeit können wir noch ein bisschen nachjustieren. Das machen wir dann, falls wir kein gutes Ergebnis haben. Ja, die Kamera ist soweit erstmal ausgerichtet. Das heißt, wir haben das Motiv großzügig im Bild. Das heißt, drumherum haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was von der Wiese, vom Hintergrund, damit wir später dann in Photoshop auch noch ein bisschen schneiden können an dem Bild. Das nächste, was wir machen, wir werden jetzt nochmal die Blende anpassen, damit wir jetzt eine schöne, optimale Ausleuchtung haben. Und das mache ich jetzt. Das heißt, ich drücke hier auf die Quick-Taste. Und hier mit dem Einstellrädchen habe ich hier die Möglichkeit, quasi hier nachzubelichten. Und ich belichte auf 1 nach. Und dann würde ich sagen, machen wir mal die ersten Fotos. Fangen wir mal an. Und wunderbar, das Ergebnis lässt sich sehen. So habe ich es mir vorgestellt. Machen nochmal ein Bild. Wunderbar. Und das Ganze natürlich mit dem Fernauslöser, damit wir die Kamera nicht berühren und dann kommen auch keine Wackler rein und somit haben wir ein schön scharfes Foto. Das ist eine der Varianten. Die Variante war, wie gesagt, wir stellen den AV-Modus ein und die Verschlusszeit regelt sich von selbst. Es gibt noch eine zweite Methode, wenn man jetzt noch mit dem Blitz arbeiten möchte, kann man das über die manuelle Einstellung machen und das zeige ich euch, wie das jetzt funktioniert.
Ja, wie versprochen, zeige ich euch jetzt den manuellen Modus. Dafür müssen wir den Blitz, oder zumindest haben wir den Blitz außen aufgestellt. Das Ganze, was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir den Blitz einstellen müssen. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Ja, einfach den Blitz einstellen. Von Elite gehen wir auf Mode. Zoom ist 35 mm. Und das war's schon. Was ganz wichtig ist natürlich, dass ihr auf jeden Fall den Blitzauslöser mit an das Gerät montiert habt. Und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Oder wir legen jetzt los. Jetzt werden wir den Blitzauslöser hier auf die Kamera drauf machen. Das hatten wir vorhin noch nicht gehabt. Dann drehen wir das Ganze fest. Fixiert und schalten das Gerät an. Gucken wir einfach, draußen hat er schon mal geblitzt. Alles funktioniert. Und jetzt müssen wir das Ganze auf manuell einstellen. Das stelle ich jetzt auf N. Und die Einstellung ist auch wieder ISO 100. Die Blendenwahl wähle ich diesmal auf 5 und die Verschlusszeit ist 25. Und das war's schon. Jetzt schauen wir mal, werden wir die ersten Bilder machen. Hat er geblitzt? Nee. Schon wieder nicht. Was macht denn der? Warum macht der nichts, der Arsch? Ja, jetzt kann es losgehen. Wir machen die ersten Bilder. Wie gesagt, ich habe den 5-Auslöser in meiner Hand und jetzt lege ich los. Zum Ergebnis bin ich absolut begeistert. Wunderbar, sieht super aus. Genau so habe ich mir das Ganze vorgestellt. Natürlich gucken wir uns das Ganze dann nochmal im Photoshop an. Das heißt, ich werde euch mal beide Bildvarianten zeigen. Aber vom Endergebnis kommt man ziemlich auf ähnliche Ergebnisse heraus. Wie gezeigt, ich habe euch zwei Methoden gezeigt. Ich denke mal, es ist ziemlich einfach und es macht richtig Spaß und Laune, sich ein bisschen auszuprobieren. Wie ihr natürlich auch gesehen habt, das Blatt Papier hängt jetzt nicht gerade unbedingt super gerade, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt eigentlich darauf an, dass man schnellstmöglich arbeiten kann und dann guckt man, dass man halt mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, dann auch arbeitet. Das kann auch im Berufsleben so sein. Das bedeutet, manchmal hat man gewisse Dinge einfach nicht vor Ort und dann muss man eigentlich ein bisschen experimentieren und das ist eine schöne Sache. Hier zeigen wir euch einfach ein schnelles Experiment und von der Fotoleistung ist es auf jeden Fall gelungen. Zumindest aus unserer Sicht heraus. Vielen Dank. Erstmal damit. Ja, wir sind natürlich nicht zu Ende mit unserer Arbeit. Jetzt legen wir richtig los. Das heißt, die Blumen, die wir jetzt hier fotografiert haben, im Gebund, werden wir jetzt einzeln fotografieren und die Endergebnisse der Fotos zeigen wir euch natürlich dann im Abschluss des Videos.